Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Allahumma ja'al amalana kullahu salihan, waj'alhu li wajhika khalisa, wa la taj'al fihi li ahadin ghayrika shay'a. Geliebte und geehrte Geschwister im Islam, und es ist eine Ehre für uns, vor diesen gläubigen Gesichtern zu stehen und die Worte Allahs subhanahu wa ta'ala und seines Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam den Muslimen nahe zu bringen, die Allah und sein Gesandten am meisten über alles lieben. Und warum nicht? Wer hat dich erschaffen? Kannst du das mit Geld bezahlen? Wer hat dir deinen gesunden Körper, deinen Verstand gegeben und alle annehmlichen Dinge, die du im Leben brauchst? Es war doch nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieser Rabb, Herr, ist damit zufrieden, dass du kleine, wenige Taten machst. Wenn du ein Diener bist, der Allah subhanahu wa ta'ala gehorcht, und Wallahi, er verlangt nicht viel von dir, so wirst du in das ewige Paradies hereingehen, auch wenn du vielleicht nur ein Jahr praktizieren warst oder 5 Jahre praktizieren warst oder 10 Jahre praktizieren warst. Aber du hast mit La ilaha illallah gelebt und du bist mit La ilaha illallah gestorben, so wird Allah Azza wa Jalla dich in sein ewiges Paradies hereinbringen, subhanahu wa ta'ala. Und er hat die Macht dazu. Allahumma rzuqna al-Janna bila hisab ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Liebe Geschwister, eine Frage an euch. Wie sehr liebst du deinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam? Und ich möchte dir diese Frage stellen und du sollst sie dir im Kopf im Laufe der Khutba beantworten. Hat er dich geliebt, obwohl er dich nicht gekannt hat? Höre diesen Hadith. So sagte einmal Aisha radiallahu anha, die Frau des Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Und sie ist seine Frau in der Dunya, im Diesseits und in der Akhira, im Jenseits. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس قلت يا رسول الله ادعو الله لي. Sie sagte, als ich einmal den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen habe, dass er gut gelaunt war, dass er nicht gestresst war, dass er fröhlich war, so sagte ich zu ihm, O Gesandter Allahs, bitte Allah für mich. Weißt du, was das Gebet vom Propheten sallallahu alaihi wasallam bedeutet? Das ist Rahma, das ist Barmherzigkeit. Denn er macht nicht für jeden Mitgebete. Denn Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihm Offenbarung. Und wenn er Mitgebete für jemanden macht, dann ist das auf die Anweisung von Allah subhanahu wa ta'ala. Sie sagte, er war gut gelaunt, bedeutet, er hat keinen Stress gehabt, er war jetzt nicht mit dem Krieg beschäftigt, mit irgendwelchen Dingen, sondern er war an diesem Tag gut gelaunt. Mach Dua für mich, ja Rasulallah. Faqala, so sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, Allahumma gfir li Aisha radiyallahu anha, ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara, ma a'lanat wa ma asarat. O Allah, vergebe Aisha alle Sünden, was sie an früheren Sünden begangen hat und was sie später noch begehen wird, was sie im Öffentlichen gemacht hat und was sie im Versteckten gemacht hat. فضحكت عائشة رضي الله عنها. So hat sie gedacht, عائشة رضي الله عنها. Was bedeutet dieser Dua? Der Dua vom Gesandten sallallahu alaihi wa sallam ist angenommen. Ist angenommen. So hat sie sich gefreut. Und ja, wer würde sich nicht freuen über so ein Dua? Stell dir vor, der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam ist neben dir und du sagst dem, O Gesandte Allahs, mache Bittgebet bei Allah für mich. So macht er das Bittgebet für dich und er würde es niemals tun, wenn er dich nicht lieben würde. Und er würde es niemals tun, wenn du einer derjenigen wärst, die Allah und seinen Gesandten hassen. Er würde es niemals tun. Und so stand sie und lachte Aisha radiallahu anha, dass er das Bittgebet für sie gemacht hat. Dann sagte er zu ihr, alayhi salatu wassalam, ayasubruki du'ai,
hat dich mein Bittgebet glücklich gemacht, ja Aisha. Sie sagte, وَمَالِي لَا يَسُرُّنِي دُعَاءُكَ. Was soll mit mir sein, dass mich dieses Bittgebet von dir nicht glücklich macht? Ich bin so zufrieden, das ist mein schönster Tag. Du hast heute ein Bittgebet für mich gemacht. Und was kann mir in dieser Dunya noch passieren nach so einem Bittgebet? So sagte er zu ihr, ja Aisha, wallahi. O Aisha, bei Allah. إِنَّهَا لَدُعَاءِ لِأُمَّتِي فِي كُلِّ صَلَاةٍ. Das ist ein Bittgebet, welches ich nach jedem Gebet für meine gesamte Nation mache. Allahu Akbar. Sei froh, der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam hat ein Bittgebet für dich gemacht, bevor er dich gekannt hat. Ich stelle dir nochmal die Frage, liebst du ihn? Und wenn ja, was ist dein Beweis für die Liebe? Denn die Behauptung ist nicht der Beweis. Jeder kann irgendetwas behaupten. Sehen wir nicht Leute, die sich heute über die Sunna vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam lustig machen. Wenn sie Leute sehen, die einen Bart haben, selbst unter den Muslimen, so lachen sie über ihn, weil er die Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wa sallam befolgt. Und er weiß nicht, der Ärmste, der über diese Begebenheit lacht, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam für alle Muslime Dua gemacht. Sie sehen Schwestern, die einen Niqab tragen, eine Vollverschleierung oder ein Khimar oder ein Hijab und sie lachen über diese Schwestern. Selbst Schwestern mit Kopftuch lachen über richtig bedeckte Frauen, die einen Hijab tragen. Ist das die Liebe zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam? Frage dich, wenn er dich gesehen hätte in dieser Zeit, sallallahu alaihi wasallam, hätte er dich geliebt? Und höre diese Überlieferung. Einmal hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam eine Aya aus dem Koran rezitiert. فَتَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ Ja Allah, das ist eine Aya, ein Vers im Koran, welches Isa gesprochen hat. So sagte er, ja Allah, wenn du sie bestrafst, so sind sie deine Diener. Es ist dein Recht, du bist der König aller Könige. Sie sind dein Eigentum. Wenn du sie auch bestrafst, es ist dein Recht. Aber wenn du ihnen vergibst, so bist du der Allmächtige, der Allweise. Denn du vergibst nicht aus Schwäche heraus. Allah vergibt, während er der Allmächtige ist. Und es ist ein Riesenunterschied, o Diener Allahs, ob jemand vergibt, weil er weiß, ich will mich mit diesen Leuten nicht anlegen. Ich kann es nicht mit ihnen aufnehmen, deswegen vergebe ich ihnen, damit ich keine weiteren Probleme bekomme. Allah vergibt, während er der Allmächtige, der Allstärkste ist, subhanahu wa ta'ala. So las der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, diese Aya, wabaka, wabaka, und er weinte und er weinte, subhanallah. Farafa'a yadayhi, dann hob er seine Hände, nachdem er diese edle Aya gelesen hat. Und er sagte, Allahumma ummati, ummati, o Allah, meine Nation, die Muslime, vergesse sie. Vergesse sie nicht, während er viel geweint hat. فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا جِبْرِيلُ اِذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ اِذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ. So beauftragte Allah den gewaltigsten Engel Jibril. Geh zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und frage ihn, was bringt dich zum Weinen, o edler Gesandter? Er weinte und er weinte. فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ. So hat er ihn gefragt und der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam hat ihm gesagt, was sein größtes Bekümmernis war, du weißt es, seine Umma. Dass sie nicht bestraft werden, yawm al-qiyama. So ging Jibril zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Wallahu a'lam. Allah wusste, worum es den Propheten sallallahu alaihi wa sallam ging. Aber er will uns in diesem Hadith klar machen, wie sehr Allah subhanahu wa ta'ala auf die Bedürfnisse des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, den er als Barmherzigkeit zu dieser Umma gesandt hat, wie sehr Allah azza wa jalla diese Nation liebt. Ja, ihr habt recht, Allah liebt euch. Allahumma zuhna hubba wa hubba man yuhibbu, ya rabbal alamin. So sagte er zu Jibril alaihi salatu wa salam, idhab ila Muhammad. Faqul lahu,
سنرضيك في أمتك. أو جبريل geht zurück zu Mohammed und sagt ihm, wir werden ihm seinen Wunsch erfüllen, wir werden ihn zufrieden machen mit seiner Umma, dass sie bekommen, worum er für sie bittet, und wir werden dich nicht traurig machen, o Gesandter Allahs. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Liebst du die Sunna von deinem Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam? Wenn er dir etwas befiehlt, tust du das? Wenn er dir etwas verbietet, unterlässt du das, auch wenn es gegen dein eigenes Gewissen geht? Warum liebst du dich mehr als den Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, der dir nur das Gute gebracht hat? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, al-Nabiyyu awla bil-mu'minina min anfusihim. Der Prophet steht den Gläubigen näher als sie sich selber. Warum? Deine Seele, ja, Achi, kann dich in die Irre führen. وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. Wahrlich, die Seele gebietet das Schlechte. Die Seele kann dich in die Hölle treiben. Und wir sehen das, wie viele Leute sich durch die Seele in die Irre treiben lassen. Aber sag mir einen Befehl von Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, der dich zum Schlechten bringt. Daher, was ist richtiger für dich? Dass du das annimmst, was der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam dir gesagt hat, damit du in das Paradies gehst, oder dass du deiner Seele folgst und dich, wal-iyadu billah, in die Irre begibst mit deiner Seele? Was ist richtig? Und was ist falsch? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam kam zu dir mit der Rechtleitung, mit Al-Huda. Und nur wenn du ihn befolgst, wirst du auch erfolgreich sein. وَلْإِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Sprich, wenn dir Allah liebt. Wenn. Und ihr behauptet das. وَقَالَ الْعُلَمَا هَذِي آيَةُ الْمِحْنَةِ. Die Ulama sagen, das ist die Aya der Prüfung. Sprich, wenn dir Allah liebt. Wenn. Dann folgt. Du brauchst nicht zu sagen, ich liebe. Und es gibt Leute, der küsst seinen Finger. Es gibt Leute, der schlägt sich auf den Kopf. Es gibt Leute, der macht so. Das ist kein Beweis für die Liebe. Die Liebe ist ein Ittiba, die Befolgung. Wenn er dir gesagt hat, unterscheide dich von den Götzendienern, dann unterscheidest du dich von den Götzendienern. Wir haben viele Jugendliche, der macht einen auf Rapper. Der singt wie sie. Der benimmt sich wie sie, ist kriminell wie sie, macht Zina wie sie und ehrt sie. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Khaliful Mushrikin, unterscheidet euch von den Götzendienern. Du bringst dich mit deiner Seele ins Verderben. Und gleichzeitig hättest du den Propheten sallallahu alaihi wa sallam befolgt, wärst du direkt in das Paradies hereingegangen. Du siehst viele Frauen, die wal-iyadu billah nach den Frauen trachten, die wahrlich Brennstoff des Höllenfeuers sein werden, wenn sie so sterben. Du siehst Frauen, die schminken sich von morgens bis abends. Sie lernen das von diesen kaputten Videos. Sie trinken Alkohol. Sie gehen auf Partys. Du wirst kaum ein Mädchen mit 15, 16 finden, die eine Muslima ist und noch keine Sünde gemacht hat. Allahumma aslih hadhihi al-umma ya rabb al-alamin. Sie stürzen sich mit ihrer Seele ins Verderben. Hätten sie aber den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam befolgt, hätten sie sich ins Verderben gestürzt. Bei Allah, nein. Höre diese Überlieferung. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, li kulli nabiyyin da'watun mustajaba. Jeder Prophet, alle Propheten, und es wird überliefert, dass es insgesamt 124.000 Propheten gab. Jeder Prophet hat ein Bittgebet bei Allah gehabt, welches Allah in jedem Fall erfüllen wird. In jedem Fall. فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ. So hat ein jeder Prophet dieses Bittgebet genutzt und Allah um das gebeten, wofür er ihn bitten wollte. Und Allah hat es ihm erfüllt. Illa Rasulullah. Außer der Gesandte Allahs. Qala inni ikhtaba'tu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah. Ich habe mein Bittgebet, mein Dua aufgehoben bis yawm al-qiyamah. Ich habe nicht an mich gedacht, sondern an meine Umma. Ich habe mein Bittgebet, mein Dua aufgehoben bis Yawm al-Qiyamah, damit ich dieses Bittgebet für meine Nation einsetze und sie in das Paradies hereinkomme.
liebst du den Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam. Wallahi, hättest du ihn nur ein Drittel so sehr geliebt, wie er dich liebt, dann wärst du einer der Rechtgeleiteten. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdu lillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Weißt du, dass er dich sehr vermisst hat, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, bevor du geboren wurdest? Er sagte in einer Überlieferung, وَدِدْتُ لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ إِخْوَانِي. Ich hätte mir gewünscht, meine Brüder zu sehen. فَقَالَ الصَّحَابَ. Dann sagten sie, Freunde des Gesandten sallallahu alaihi wa sallam, أَوَا لَسْنَ إِخْوَانَكِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Sind wir nicht deine Brüder? Wir sind doch hier. Du brauchst uns nicht zu vermissen, wir sind hier bei dir. Er sagte, weil antum ashabi, nein, ihr seid meine Gefährten. Höre zu, wer seine Brüder sind. Höre zu, wen er am meisten vermisst hat. So sagte er, ikhwani qawmun ya'tuna min ba'di. Meine Geschwister sind diejenigen, die nach mir kommen. Das heißt, wenn er gestorben ist, alayhi salatu wasalam, dann kommen sie später. Er sagt, jetzt kommen ihre Eigenschaften. Höre gut zu, ob du zu ihnen gehörst. Er sagte, yu'minuna bi. Sie glauben an mich. Wa lam yarawni, während sie mich niemals gesehen haben. Allahu Akbar. Quba li ha'ula. Das Paradies für diejenigen, die den Propheten sallallahu alaihi wa sallam nicht gesehen haben. Aber sie lieben ihn über alles, alayhi salatu wassalam, als wären sie mit ihm gewesen. In der Zeit des Gesandten sallallahu alayhi wasallam gab es Heuchler, die ihn bekämpft haben und ihm den Tod gewünscht hätten. Aber nach der Zeit vom Propheten sallallahu alayhi wasallam gibt es Leute, sie lassen nichts zwischen sich und der Sunna kommen, gar nichts. Nicht ihren Vater, nicht ihre Mutter, nicht ihr Kind und nicht ihr Vermögen. Nichts. Und so setzen sie den Hadith um, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min malihi wa waladihi wa nafsihi wa nasi ajma'in. Niemand ist tatsächlich gläubig. Niemand ist tatsächlich gläubig, bis er mich mehr als sein Geld, als sein Kind, als seine eigene Seele und auch als die gesamten Menschen. Drei Beispiele, bevor ich beende. Mal angenommen, du möchtest eine Walima, eine Hochzeitsfeier machen. Möge Allah Azzawajal unseren Brüdern tugendhafte Schwestern geben und möge Allah Azzawajal unseren tugendhaften Schwestern tugendhafte Brüder geben. Deine Familie, alle sagen, wir möchten nicht so eine langweilige Hochzeit ohne Musik, und ohne Tänzerin und ohne Alkohol und ohne das, was heute an Haram gemacht wird. Und ich nenne das Disco ohne Eintritt. Das ist das, was heute gefeiert wird. Bei den Arabern, bei den Türken, bei den Pakistanern. Alle sagen dir, wir kommen nicht zu so einer Hochzeit, wenn du uns eine langweilige Hochzeit bietest, ohne die Dinge, die wir möchten, auch wenn sie verboten sind. Du sagst, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ist mir lieber als ihr alle. Dann hast du die Sunna getroffen. Dann hast du die Sunna getroffen. Aber es gibt Leute, die sagen, die Menschen sind mir lieber als Rasulullah. Und er wundert sich, warum er nicht diesen Geschmack im Herzen hat, weil er ihn niemals bekommen wird, bis Allah und sein Gesandter ihm lieber sind als alles andere. Du Schwester, du bist bereit, jetzt dein Kopftuch, dein Hijab anzulegen, deine islamische Bekleidung. Aber dann kommen deine Freundin, wie Shayatin. Eine sagt dir, wie können wir dann noch zusammen zu Partys, zu Disco gehen, wenn du sagst, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ist mir lieber als alles andere, dann hast du die Sunna getroffen. Auch wenn diese Shayatin von Menschen dich beeinflussen von jeder Richtung. Wenn sie dir das Paradies bringen, sag es mir. Wallahi, sie werden dir nicht das Paradies bringen. Aber wenn du den Propheten gehorchst,
dann wird er dir das Paradies bringen. Und noch ein Beispiel. Es klingelt morgens, dein Wecker klingelt zum Fajr-Gebet. Viele Muslime kennen nicht das Fajr-Gebet. Die meisten beten nur vier Gebete. Das Morgensgebet kennen sie nicht. Wenn es jetzt um 4 Uhr morgens klingelt, dein Wecker, und du hörst den Adhan, As-Salatu khayrun minan nawm, das Gebet ist besser als der Schlaf. Was machst du? Tust du dann ein Kissen auf deinen Kopf und sagst, nein, der Schlaf ist besser als das Gebet? Wenn ja, dann wisse, du folgst der Sunna nicht richtig. Du folgst der Sunna nicht richtig. Aber wenn du aufstehst, und das ist die Sunna, dass du die Sunna, den Befehl des Propheten sallallahu alaihi wasallam, bevorzugst vor deiner eigenen Seele. Deine Seele, was haben wir gesagt? Sie bringt dich zum Schlechten. Aber was bringt dich zum Guten? Die Lebensweise des Propheten Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und ich werde in dem Hadith, wie Geschwister einmal sagte, Umar ibn Khattab radiallahu anhu, zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, ja Rasulallah, la anta ahabba ilayya min kulli shay illa min nafsi. O Gesandter Allahs, du bist mir lieber als alles andere außer meiner eigenen Seele. Er war ehrlich. Ich liebe dich mehr als alles andere, aber wenn es um meine Seele geht, verzeih mir, Rasulallah, dann kommt eine Säule zwischen uns beiden. Dann sagte er zu ihm, La ya Umar, hatta akuna ahabba ilayka min nafsik. Nein, ya Umar, du hast nicht den richtigen Glauben verinnerlicht. Erst wenn ich dir lieber bin als alles andere, dann sagte Umar radiallahu anhu, La anta ahabba ilayya min kulli shay. Du bist mir lieber als alles andere. Er sagte, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-ana ya Umar, jetzt, o Umar, bist du ein richtiger Gläubiger. Was heißt das? Umar radiallahu anhu, er hat die Wahrheit gesprochen. Er sagte, ich liebe dich mehr als alles andere, aber außer meiner eigenen Seele. Aber als er gemerkt hat, dass deine Seele dich nicht zum Guten bringt, sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, bis ich dir lieber bin als alles andere, als Umar gemerkt hat, das ist der einzige Weg zum Erfolg, dass ich den Propheten sallallahu alaihi wasallam vor allem bevorzuge und mich dann errette vor der Strafe in der Dunya und in der Akhira, im Diesseits und im Jenseits, dann ist ihm klar geworden, ich liebe dich jetzt mehr als alles andere, ja Rasulallah. Hier hat er verstanden, dass als der Beweis zu ihm kam, er seine Meinung, die falsch war, geändert hat. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا في هذه اللحظة الطيبة المباركة الكريمة العظيمة أن تغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ارزقنا يا رب العالمين لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.